Du hast so viele alte CDs zu Hause, dein Nachbar hat sie dir gebrannt, aber nun weißt du nicht wohin mit Bravo Hits 21 und Co. Na dann, mach dir deinen Schmuck daraus. Wie auch dein Schmuck mit Bling Bling Faktor wird, zeige ich dir in diesem Video. Alte CDs nicht wegschmeißen! Als Material brauchst du eine CD, DVD, beschrieben oder unbeschrieben ist egal, ein Messer, am besten nicht dein Fimo-Messer, damit es nicht beschädigt wird, dunkles Fimo in Klassik, eine Ausstechform und deinen Acrylroller. Rolle zuerst dein Fimo dünn aus, in etwa ein halber Zentimeter. Danach brauchst du deine CD. Nicht die Rückseite, sondern die Vorderseite ist entscheidend. Schneide diese ein. Beim Schneiden ist es wichtig, dass du das Material von oben, die Folie, komplett abtrennst. Danach lege dein Fimo auf. Drücke es gut und fest an und biege dann deine CD. Wenn du nun vorsichtig dein Fimo abnimmst, löst sich auch die Folie der CD. Diese klebt ganz fest am Fimo. Für den Splittereffekt nimm nun deinen Acrylroller und geh über das Fimo. Willst du einen besonders kräftigen Splittereffekt, dann lass dein Fimo etwa 10 Minuten ruhen. Danach bricht die Fläche noch besser. Nun deine Ausstechform, kannst du einen kleinen Stern ausstechen. Hast du auch viele CD-Rohlinge? Was machst du damit? Schmeißt du die weg oder bastelst du etwas damit? Wow, du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Vielen Dank. Hat es dir gefallen, dann lass mir nun auch einen Kommentar da. Neue Videos und Anregungen findest du in den Fenstern neben mir. Bis bald. Tschüss, deine Froni.